In diesem Video stelle ich dir ein Quimp Toolkit vor. Ja, das ist ein komplettes Set mit Zange und 1200 Aderenthülsen. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werden wir das Set mal auspacken und es austesten. Bis gleich! Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes, kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produktreviews, Produkttests oder auch Tutorials und so weiter schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da. Drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten lässt du auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Dieses Quimp Toolkit habe ich dir unten auch in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da kannst du dir nähere Informationen darüber holen. Du kannst es dort bestellen und kannst dir die Rezensionen anderer Zuschauer durchlesen, was diese ja, nach dem Kauf von diesem Set halten. Wir packen es mal aus. Es ist eine kleine Bedienungsanleitung dabei. Ja, braucht man im Prinzip nicht, da sich das alles eigentlich von selbst erklärt. Aber sie ist enthalten und freundlicherweise sogar in Deutsch. Auf der Rückseite seht ihr, welche Zangen es noch alles gibt. Und diese fühlt sich schon mal sehr hochwertig an. Sie hat gummierte Griffe. Sie ist komplett aus Metall. Und ja, macht erstmal einen sehr hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Also hier ist kein Kunststoff enthalten. Ja gut, die Griffe, das hier ist Kunststoff, das ist gummiert. Aber der Rest hier vorne ist alles aus Metall. Und ihr seht, wie sich die Öffnung verschließt. So, dann haben wir hier die Hülsen mit den Angaben, wie viele speziell enthalten sind, von welcher Größe. So sehen diese Hülsen aus und die packen wir jetzt mal aus und werden mal auf ein Kabel so eine Hülse aufstecken, um mal zu probieren, wie stabil das Ganze ist. Die Zange ist aus Kunststoff und einer Stahllegierung und die Aderhülsen, gehen von 0,25 bis 10 mm. Also ist vollkommen ausreichend eigentlich für jedes Kabel, was man normalerweise im Hausgebrauch verwendet. So, als erstes müsst ihr natürlich das Kabel abisolieren und dann natürlich den passenden Aderaufsatz dazu suchen. Ich nehme jetzt diesen. Ja, dann klemmen wir das Ganze einfach hier rein und pressen es zusammen. Und es sitzt richtig fest, also ihr habt da gar keine Probleme mehr. Bei diesem Kabel wäre das jetzt zwar nicht nötig gewesen, aber wenn ihr ein anderes Kabel habt, wo ja viele kleine Adern sind, dann ist es nötig. Hier wäre es jetzt nicht nötig gewesen. Ich wollte es euch nur mal demonstrieren. Also ihr seht, ihr habt jetzt wirklich hier oben einen richtig schönen Punkt. Also die Aderendhülse sitzt wirklich gut und so könnt ihr das Kabel natürlich jetzt viel besser verarbeiten. Ja, ich zeige euch auch nochmal das Set. Ich hoffe, man kann es so sehen. Also diese Adern sind hier alle enthalten. Die Zange, wunderbar. Also wirklich hochwertig, muss ich sagen. Absolut top, bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe es euch unten verlinkt. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal benutzt. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Susch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Ciao und bis bald.